Hallo zusammen. Heute gibt es wieder einen Fototipp. Und zwar geht es darum, dass ich euch zeige, wie das Bild da hier, das Porträt, entstanden ist. Ich höre immer wieder, ja, du hast eine teure Ausrüstung, du hast Blitze, du hast Aufhauer und weiss nicht was, da könnt ihr auch schöne Fotos machen. Das Bild hier, das ist einfach mit der Kamera entstanden. Kein Aufhauer, kein Blitz, gar nichts, natürliches Licht. Jede kann das ganz einfach nachmachen. Und wie dass man das macht, das wollte ich euch heute zeigen. Und zwar zeige ich da dazu am besten, wo das Bild entstanden ist. Und zwar seht ihr hier den Ort, das ist der Bonstetten Park am Thunersee. Schöner Herbsttag. Und das ist der Ort. Ihr seht da hier verschiedene Sachen. Was ihr auf einmal seht, ist beispielsweise, dass wir hier ein Waldweg haben, Wald im Hintergrund. Und ganz wichtig ist, auf der linken Seite ist eine Wiese. Das heisst, dort jetzt keine Bäume. Und von dort kommt von hier oben kommt Licht. Man sieht es da, es ist auf der linken Seite vom Gesicht etwas heller. Es kommt da von der ganzen linken Seite viel Licht, es ist offen dort, nichts, wo das Licht abhat. Und es kommt eigentlich auch von vorne kommt Licht, weil auch dort sind keine Bäume. Das heisst, wir haben sogenannten offenen Schatten. Wir haben nichts, wo irgendwie Schatten auf unser Model wirft, wo abdunkelt. Wir haben ein wunderschönes, gutes Licht. Der Hintergrund ist auch wichtig. Das ist fast am Mittag entstanden, das Bild. Wäre nicht gut gewesen, wenn wir wirklich an die Sonne rausgegangen wären, dann wäre das Licht viel zu hart und nicht schön, also sind wir in Schatten gegangen. Das Licht scheint eigentlich von hinten und man sieht das, nämlich hier auf der Seite ist es hell und da scheint die Sonne eigentlich in die Bäume rein und das gibt dann auf unserem Bild da hier die schönen Lichtflecken. Wo wir natürlich durch eine offene Blende überkommen. Das ist mit Tele fotografiert. Blende auf. Und da brauchen wir Licht von hinten. Und das überkommen wir nicht mit einem Blitz oder irgendwie kompliziert, sondern das ist die Sonne, die da hinten in die Bäume hineinscheint und die schönen gelben und roten Herbstblätter aufhält. Da haben wir Sonne, da haben wir Licht, das Ganze von hinten macht. Und hier die ganze rechte Seite, die ist dunkel, weil da haben wir Bäume. Man sieht es da gut, da sind Bäume und Büsche relativ nah, die uns wie einen Rahmen geben, natürlichen Rahmen. Wenn wir das anschauen, wenn wir das hier nochmal wegnehmen, sieht man gut. Hier die rechte Seite von uns aus gesehen, ist abgeschattet, relativ dunkel. Und hier, von da hinten, da kommt Licht und hält die ganze Geschichte auf. Licht von hinten, Licht von Seite und von vorne und von einer Seite eben Käse, damit das Ganze etwas interessant wird. Und das sehen wir auch hier. Wir haben Licht von links. Hier ist es eher dunkel. Und das macht es ganz interessant. Ein wunderschönes, weiches Licht. Keine harten Schatten im Gesicht. Und das wollen wir ja. Wir wollen eine schöne Haut, die Nicole wunderbar geschminkt hat, natürlich auch noch. Aber auch so. Das sieht einfach schön aus. Wir haben hier oben einen schönen Reflex. Einen weißen, der die Augen lebendig macht. Auch das. Kein Blitz, kein Reflektor. Das ist einfach der Himmel oben über der Wiese, der frei ist. Der Kopf geht leicht gegen oben, damit das Licht auch in die Augen geht. Und das ist es. Es braucht nicht immer wahnsinnig schwierige oder komplizierte, teure technische Hilfsmittel, sondern schaut, wo ihr seid, wo ist das Licht, arbeitet mit dem, was ihr habt. Und dann könnt ihr mit wenig Aufwand wunderschöne Fotos machen. Merci fürs Zuhören.